Dieses Video wird wieder einmal von meinem Partner OneFootball unterstützt. Also holt euch die! Fuck! Ich bin so dumm! Fuck! Ey Jungs, ich hab gerade eine Dreiviertelstunde aufgenommen und nicht aufgenommen. Inwiefern das auch immer Sinn macht. Jedenfalls, ihr wisst, was ich meine. Ich hab gerade eine Dreiviertelstunde lang ein Video aufgenommen und hab dabei meinen Ton nicht aufgenommen. Ey, ohne Scheiß, ne? Das ist mir noch nie passiert. Ey, so dumm. Komm, jetzt will ich wenigstens noch das Game gewinnen. Schick ihn! Renn! Perisic! Bruder! Bam! Ja! Neymar, Junge! Woo! Oh, ist das emotional! Ohne Scheiße, ey. Minus 3 Skillpunkte. Warum geht alles schief? Jedenfalls, liebe Freunde, möchte ich euch heute eine nette Geschichte aus meinem Leben erzählen. Also, setzt euch zurück, nascht euch etwas und genießt die Show. Es war ein sonniger Nachmittag. Meine Schwester, Alina Vagina und ich waren auf dem Weg zur Eisdiele. Also Alina musste ihr Fahrrad wegbringen und... Nee, stopp! Alina und ich, wir hatten beide 25 Euro von unserer Oma geschenkt bekommen. Und Leute, 25 Euro, das war fucking viel. Also wollten Alina und ich in die Stadt, damit ich meine 25 Euro aufs Konto bringen konnte. Und Alina musste ihr Fahrrad reparieren lassen. Also haben wir halt Alinas Fahrrad weggebracht, haben uns ein nices Eis geholt und sind dann halt zurückgeradelt. Beziehungsweise ich saß auf meinem Fahrrad und habe mich so mit dem Fuß so vorangepaddelt. Ihr wisst schon, was ich meine, oder? Wartet, ich demonstriere euch das mal. Also ich saß jetzt auf dem Fahrrad und hing da so und hab so mit meinem Fuß so mich vorangeschoben, okay? Jedenfalls, Alina und ich, ne, super happy. Ich habe gerade 25 Euro von meiner Oma geschenkt bekommen. Wir haben uns gerade ein Eis geholt, auf dem Weg nach Hause. Ich paddel so auf meinem Fahrrad neben Alina her, weil sie ja, wie gesagt, kein Fahrrad mehr hatte. Da laufen wir so auf eine Kreuzung zu, ne? Und ich guck so schnell auf mein Handy, wollte wissen, wie viel Uhr es ist. Und auf der anderen Straßenseite fährt in dem Moment ein Polizeiauto lang. In der 50er-Zone. Also die hatte 50 drauf. Logischerweise. Und auf einmal geht so das Blaulicht an. Und auf einmal rasten die voll aus, halten den ganzen Verkehr an, machen so eine 12-Punkt-Wendung so. Und fahren dann einfach mit der Motorhaube auf dem Bürgersteig, wo ich gerade neben meiner Schwester auf dem Fahrrad nebenher paddel. Mein Handy ist schon wieder weg, weil ich da nur auf die Uhrzeit geguckt habe, ne? Ich natürlich, schlau wie ich bin. Hab halt natürlich so getan, als würde ich nicht wissen, so, dass das Auto gerade uns anhalten möchte oder wegen uns anhält. Lauf dann so um das Auto herum. Auf einmal machen die wieder Blaulicht an. Und bleiben dann mitten auf so einer Kreuzungsausfahrt einfach stehen. Und Leute, ohne Scheiß, natürlich sind wir dann stehen geblieben, weil ich dann, es war halt komplett offensichtlich, dass die von uns was wollen. Und Leute, ohne Scheiß, dann auf einmal steigt einfach die Schwester von Pamela Anderson, kein Scheiß, dann steigt da so eine Frau aus in so einem Polizei-Ganzkörperkondom. Einfach so, der ist komplett blau, so ein Ganzkörperanzug halt. Und so übel eng. Aber wirklich übel eng. Digga, die konnte sich da drin nicht bewegen. Und dieser Reißverschluss hier war komplett auf Spannung, Alter. Das sah halt einfach aus wie aus so einem schlechten Porno. Also ohne Scheiß. Ich meine, ich kenne mich aus in dem Gebiet. Denn ich bin seit 18 Jahren Single und knete mir jeden Abend die Fleischwurst. Schieß! Ja! Bam, Junge! Ja, Mann! Schieß! Leute, ohne Scheiß, das sah einfach wirklich so aus. Die hatte wirklich so ein Outfit an wie aus so einem schlechten Porno. Und das war einfach viel zu eng. Also ohne Scheiß, wenn die irgendwann mal so einen Fahrraddieb oder so verfolgen muss, dann reißt ihr Scheißanzug. Ja, und das war halt noch nicht alles. Die war absolut geschminkt wie so eine richtig schlechte Prostituierte. Und die hatte halt irgendwie, ihr Gesicht war komplett komisch aufgeplustert. Also ohne Scheiß, die hatte mehr Plastik im Gesicht, als Katja Krasavic in den Titten hat. Ja, jedenfalls steigt dann halt die Schwester von Pamela Anderson aus. Und, ohne Scheiß, das ist so total witzig, so komplette Gegensätze. Und einfach so ein 60-Jähriger, kommt der wirklich, der war gigafett, so ein 60-Jähriger, der aussah wie Rainer Kallmund mit einem Schnauzer. Übel lustig. Ja, und jedenfalls, das Gespräch lief dann ungefähr so ab. Also hier, Kommissar Kugelblitz alias Rainer Kallmunds Bruder, hat dann so zu mir gemeint, oh, Elfmeter. Ronaldo!
Bam! Ich bin der Beste. Jedenfalls meinte dann so komischer Kugelblitz zu mir: Entschuldigung, junger Herr. Sie wissen, warum wir Sie angehalten haben. Und ich sag, nee. Was habe ich denn gemacht, Herr Officer? Ja, Sie haben beim Fahrradfahren Ihr Handy bedient, ne? Und Sie haben nicht nur sich, sondern auch alle anderen Verkehrsteilnehmer in große Gefahren gestürzt. Dann habe ich so gesagt, oh nein, Herr Officer. Aber was kann ich denn jetzt tun? Es tut mir so leid, ich wollte andere Menschen nicht gefährden. Und er dann so, Ihr fahrlässiges Verhalten kostet Ihnen jetzt 25 Euro? Ne? Ich meine, Sie hätten ja auch Menschen umbringen können. Und und wir akzeptieren Barzahlung. Ansonsten PayPal, Skrillex, PaySafe, Lastschrift, Bankkarte, Kreditkarte, Debitkarte. Dann habe ich so gesagt, Kommissar Kugelblitz, könnte ich das nicht auch irgendwie anders bezahlen? Ja, jedenfalls haben die dann halt einfach die 25 Euro, die ich gerade von meiner Oma geschenkt bekommen habe und in mein Bankkonto eingezahlt habe, haben die dann halt einfach von meinem Bankkonto abgezogen. Die haben halt einfach so einen fucking Scanner genommen, wie aus H&M oder aus Ikea oder so, haben meine Karte da durchgezogen, blüpp, und ich war 25 Euro leichter. Katsching. Ja, und die haben mir halt ohne Scheiß 25 Euro dafür abgezogen. Dafür, dass ich mit meinem Fahrrad so, ich bin ja noch nicht mal gefahren, ich bin so da neben meiner Schwester hergepimmelt. Dafür haben die 25 Euro abgezogen und den ganzen fucking Verkehr aufgehalten. Und Blaulicht angemacht. Ja, Leute. Aber in solchen Situationen bin ich auch immer dankbar für unsere Dorfpolizei. Was wäre, wenn Pamela Anderson und Kommissar Kugelblitz in dem Moment nicht gewesen wären? Vielleicht hätte ich ja ein Neugeborenes mit 3 km/h totgerast. Vielleicht wäre ich zu einem Mörder geworden. Vielleicht hätte ich Menschen in Gefahr gebracht. Ich denke, wir haben alle etwas gelernt, liebe Freunde. I'm an adult virgin. I'm an adult virgin.